Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters, der dunkle Prinz. Ja, beim letzten Mal haben wir so leicht in das Spiel reingestartet. Sunny hat sich unserem Team angeschlossen. Und ja, ich nehme jetzt hier direkt nach der ersten Folge auf, beziehungsweise ein paar Stunden später natürlich erstmal die Nacht durchgeschlafen. Und diese Woche gibt's, wie beim letzten Part bereits gesagt, nur Dragon Quest Monster Folgen. Also freut euch darauf. So, was ist unser Plan heute? Wir wollen heute das Kämpfen lernen. Ich soll einfach irgendein Monster anrempeln, dann nehmen wir direkt den ersten Sleamer. Nebenbei, was ich übrigens von der letzten Folge direkt mal bemängeln will, ne? Ihr habt das nicht gesehen, ne? Aber diese Ladescreens, die gehen immer 10 Sekunden. Und ich habe letzte Folge allein an Ladescreens 5 Minuten rausgeschnitten. Was sagt euch das? Das Spiel hat verdammt viele Ladescreens. Das muss man direkt mal bemängeln. Wollte ich nur mal eben kurz anmerken. Okay, gib deiner Truppengruppe Anweisungen, indem du Menü, Befehle oder Taktik auswählst. Wenn alle wissen, was sie zu tun haben, wird zu kämpfen aus. Und deine Monster erledigen den Rest. Hier übrigens dieselbe Regel wie bei anderen RPG-Games. Also die ich mir beim Schneiden setze. Kämpfe, die ihr bereits gesehen habt. Oder wo ich nichts Neues habe für euch. Die schneide ich raus. Also wenn ich beispielsweise eine neue Fähigkeit zeige oder wie hier einen Gegner zum ersten Mal bekämpfe, dann zeige ich euch die Kämpfe. Aber wenn ihr nichts Neues dort zu sehen hättet, dann schneide ich euch die Kämpfe raus. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Dasselbe geht übrigens für Grinding. Grinding mache ich eventuell auch offscreen. Damit das hier jetzt alles geklärt ist, können wir jetzt weitermachen. Wenn du Anwärmen auswählst, führen deine Monster eine Kräftedemonstration durch. Ist sie erfolgreich, dann schließt das gegnerische Monster sich deinem Team an. Wähle während des Kampfes Fliehen aus, um Fersengeld zu geben. Aber Achtung, manchmal durchschaut der Feind deine Absichten und schneidet dir den Weg ab. Ja, das Anwärmen, das funktioniert ganz gut, wenn man mehrere Gegner hat und irgendwann so eine Fähigkeit namens Fokus hat. Damit kann man die dann richtig gut kriegen. Aber wir wollen beim ersten Mal jetzt erstmal ihn besiegen. Die Schneideregel gilt übrigens nicht dafür, wenn ich jetzt beispielsweise ein Monster jetzt neu anwerbe. Anwerbungen zeige ich euch immer. Aber auch nur, wenn sie erfolgreich sind. Oh, Sunny kriegt aufs Maul. Und mein Ziel ist es natürlich, jedes Monster einmal gehabt zu haben. Okay. Den haben wir erfolgreich verkloppt. Okay. All you have to do is hit a critter with a show of force. Get out there and give it a shot. Okay, dann wollen wir jetzt ein Monster anwerben. Manchmal kann man sie auch so bekommen, das stimmt. Das war auch beim anderen Dragon Quest Monster so. Ich würde das Monster hier hinten dann anwerben. Aber natürlich auch den Slime gleich. Ein Grollknoll. Dann probieren wir ihn mal anzuwerben. Da ist immer so eine Prozentzahl. Je höher die Prozentzahl ist, umso höher ist die Chance natürlich, dass er sich uns anschließt. Und es greift immer das ganze Team an zum Anwerben. Also je mehr man nutzt, desto höher ist da die Chance. Grollknoll, das schreit doch schon nach Akaya. Okay.
join your squad, you can either use a show of force, or you can simply defeat them in battle. If they get back up once the fight is won, then they want to team up with you. If you find they... Das ist aber eine geringe Prozentchance, dass das klappt. Okay. Oh, was ist das für eine schöne Brise? In summer, the greenery gets a growth spurt. I wonder if that ivy can take your weight. Try climbing it. Natürlich. Immer wieder gern. What do you say we go a little further? Walk with me, would you, kid? Keinerlei Einwände. Drücke X, um das Menü zu öffnen. Ja, das weiß ich schon. Dort kann ich Gruppe anpassen, Spieloptionen etc. Wir haben jetzt Kaya und Sunny im Team. Ich kann 4 vorne haben und 4 auf Reserve. Sie haben noch keine Punkte, obwohl der eine sogar schon ein Level-Up hat. Talentplan. Auch keine Talente verfügbar. Aber unser Monster-Lexikon füllt sich. Der Grollknoll ist echt weit hinten. Ach, die haben auch noch Einträge, dann lese ich die mir auch mal vor. Dieses wollige Wesen ist von Kopf bis Fuß mit grünem Fell bedeckt. Es erschrickt leicht, aber wer genau hinsieht, kann dort, wo man seine Nase erwarten würde, etwas Kurioses entdecken, ehe es Reis ausnimmt. Und bei der Dunkelrübe? Diese Gemüsemonster schossen einfach so eines Tages aus dem Boden. Ihr Kreischen lässt jeden, der es hört, stocksteif werden und Wurzeln schlagen. Okay. Dann werben wir auch noch den kleinen Slime hier an. Oh, die Chancen stehen schlecht. Er ist irritiert. Probieren wir es nochmal. Ja, zumindest leicht höher. Diesmal hat's geklappt. So, dir gebe ich mal keinen Namen. Dann lese ich auch direkt da den Eintrag vor. Schleim. Dieses kleine Monster erfreut sich dank seiner drallen Gestalt und seiner wundigen Miene großer Beliebtheit. Hätte nicht gerne einen schleimigen Kumpel. Ja. Was haben wir hier drin? Ein Stück Rauschfleisch. Rauchfleisch, nicht Rauschfleisch. Ah, damit kann ich die bezirzen, dass sie sich mir anschließen wollen. Hase, du kommst in mein Team. Dann haben wir ein Vierer-Team. Ein Hornhase. Auch dich lass mir mal umbenannt. Hornhase. Diese Kreaturen sehen zwar aus wie Kaninchen, doch wer ihr Horn zu spüren bekommt, wird sich schmerzhaft seines Irrtums bewusst. In langen Nächten kuschen sie sich in ihrem Bau zusammen. Okay, ich klette da mal hier hoch. Sind auch nochmal neue Gegner. Ein Blumendrache. Anwerben. Vielleicht sollte ich ihn erstmal ein bisschen kaputt schlagen.
Nee, hat instant funktioniert. Kai schließt sich der Gruppe an. Kai kommt auch direkt nach vorne, weil alles ist besser als der stinknormale Schleim. Der Blumendrache. Diese Drachenwesen leben in Harmonie mit herrlich duftenden Wiesenpflanzen. An Sommertagen ahlen sie sich genüsslich in der Sonne und genießen die wärmenden Strahlen gemeinsam mit ihren Artgenossen. Apropos Artgenosse. Hat doch gerade eben noch einer geschlafen. Na, er ist scheinbar weg. Ein schönes Steinchen. Schau in jede Ecke. Wir wollen ja nichts übersehen. Ein Monstermampf. Das ist ein Hase. Bekämpfen wir den Hasen. Kann ich jeden einzeln eigentlich auswählen? Nee, die kämpfen dann. Ach, Kai ist schon Level 2. Oh, da ist wieder was zum Anwerben. Ein Stumpfpimpf. Ja, 50%. Feind ist wütend. Wenn eine Kraftdemonstration schief geht, kann es passieren, dass das feindliche Monster wütend wird. Ein wütendes Monster sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der nächste Angriff wird viel größeren Schaden verursachen als normal. Nach dem Motto, was will der Pimp von mir? Jetzt kann ich ihn auch nicht mehr anwerben, schade. Ja, mein Trupp macht ihn fertig. Vielleicht rappelt er sich wieder auf. Nee, leider nicht. Und seht die Leute selbst die Monster auf der Reservebank, die leveln nebenbei mit. Begabungspunkte haben wir 6 bei Sunny erhalten. Wenn deine Monster nach einem Kampf Begabungspunkte erhalten, kannst du sie direkt vom Ergebnisbildschirm aus zuweisen. Die Begabungspunkte, die ihr Monster verdient, können auf seine Begabung verteilt werden. Um Talente und Eigenschaften freizuschalten, die es im Kampf zu einem gefährlicheren Gegner machen. Wenn du alle Zuweisungen auswählst, werden sämtliche freien Begabungspunkte des Monsters der aktuell ausgewählten Begabung zugewiesen. Ich würde sagen, erstmal gute Fee. So. Sunny kann heilen. Schade, dass ich den Stumpfpimpf nicht anwerben konnte. Aber wir kriegen bestimmt nochmal die Chance. Na, guck mal, da ist sie doch direkt. Ich gebe mal den Befehl, dass nur einer angreifen soll. Beziehungsweise zwei. Den Rest lasse ich mal abwehren. Man kann denen auch Befehle geben, dass nicht alle angreifen. Zwei Schläge hat er ja gerade eben überlebt. So, vielleicht kann ich ihn jetzt besser anwerben. %, wenn jetzt nicht klappt, ne? Ja, ich hab ihn. Ich lasse mir so, wie du bist. Der sitzt jetzt auch auf der Reservebank.
Mann, geht die Zeit schnell rum. Wurde gerade einfach so von einem Schleim angegriffen. Oh, hier liegt auch wieder was. Gegengiftkraut. Da, da sehe ich doch wieder was Neues. Ein Paprikapeiniger. Lass mal zwei von unseren Leuten ihn angreifen. Dann haben wir es auch leichter, ihn anzuwerben. So, dann werben wir ihn an. Oh, der muss ja noch einiges am Leben haben, wenn ich erst bei 30% nur bin. Naja, hat ja trotzdem funktioniert. Der Paprikapeiniger. Diese schrecklichen Zwinglinge kommen tatsächlich bereits auf dem Spieß auf die Welt. Wenn sie fortwährend aneinander stoßen, wird man oft Zeuge, wie sie sich zanken. Und der Stumpfpimpf. Die tragischen Überreste gefällter Bäume, deren tief sitzende Bosheit sie in Menschen verwandelt hat. Sie greifen Reisende an, die versuchen, sich auf sie zu setzen und saugen ihnen alle Nährstoffe aus, bevor sie in die leere Hülle wegwerfen. Sind Monster, ne? Was erwartet man? Sind nicht die nettesten Gesellen? Oh, da ist auch wieder was Neues. Ich kriege hier so viel Gegner zu sehen. So, ich habe diesmal drei Angriffe gemacht. Autsch, Begine. Bitte überleb. So, anwerben. Ich kann halt nicht sehen, wie viel Leben die noch haben. Aber der scheint noch ein bisschen was zu haben. Ich glaube, zwei Schläge würde er noch verkraften. Er ist noch nicht wütend. Ich kann so lange anwerben, bis die wütend werden. Ah, ich habe alle Kämpfen gemacht. Eventuell stirbt er jetzt. Okay, vier Schläge überlebt er. Bitte rappe dich auf. Ah, schade. Ah, wir haben einige Level-Ups. Ich gehe erstmal auf Angriff bei jedem, damit jeder hier ein bisschen was an Techniken hat. Herzensbrecher. Und hier noch eine Auspergine rum. Da, da, ich sehe noch eine. Ich habe bei der Auspergine den Fehler gemacht und direkt auf Kämpfen gedrückt und nicht einfach nur Angriff gewählt. Das war mein Fehler. Aber wir kriegen hier noch mal eine Chance. Ob ich es leichter habe, wenn die Viecher schlafen? Nicht wirklich. Es ist wütend. Es hat zwei von meinen betäubt.
Meine Truppe wird immer stärker. Okay, ich habe das Ding jetzt gut geschadet. Bitte komm in mein Team. Die Chancen stehen gut. 63% kommen. Oh, beim dritten Versuch. Und da ist direkt wieder ein neues. Zwei neue Gegner. Ich nehme das riesige Huhn zuerst. Ich werbe heute erstmal haufenweise Gegner an, ne? So, Angriff. Er hat sich auf meinen Drachen draufgesetzt. So, Slima ist schon kaputt. Ich habe ihn betäubt. Das machst du doch bestimmt einfacher. Der Blick. Jawohl. Mal Gockelo getauft. So, die Gruppe ist voll. Ich tausche ihn mal mit dem normalen Schleim. Nee. Da können Monster sich schon verstecken in den Haufen. Da sehe ich einen Drachen. Mitnehmen, bevor er weg ist. Ich könnte mir vorstellen, dass du zwei Schläge maximal überlebst. Abwehren und Angriff. So, ich würde dich gerne anwerben. Oh, 100%, dann haben wir ihn. Versuche ihn jetzt zumindest so ein paar Spitznamen zu geben. Wir haben mit Sunny schon einen Heiler im Team. Ich nehme ihn mal statt der Paprika. Das Kampfhuhn. Die ganzen Hühner, die fliegen gelernt haben. Dank ihrer gestählten Flügelmuskeln können sie zuschlagen wie ein Profiboxer. Die Aubergine. Niedliche Gemüsemonster, die auf ihren tänzerischen Fähigkeiten stolz sind. Reißen, die sich in ihr Revier wagen, müssen damit rechnen, dass ihnen eine Kostprobe geboten wird. Und der Draco. Diese flatternden Nervensägen sind nur nachts aktiv. Sie schlürfen am liebsten. Und zu guter Letzt der Draco. Diese flatternden Nervensägen sind nur nachts aktiv. Sie schlürfen am allerliebsten Menschenblut. Je frischer, desto besser. Ist schon krass, wie stark die sich verteilen. Da hinten sehe ich was leuchten. Oh, da kann auch Essen drin sein. Das sollte ich ab und zu mal benutzen, weil das kann es mir ja leichter machen, die mitzunehmen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Das Kampfhuhn nehme ich für XP nochmal eben mit. Oh, wir haben wieder ein paar Level-Ups gemacht. Ich weiß schon, warum ich den Kampf mitnehmen wollte. So, er hat noch den Helmspalter. Den Helmspalter kenne ich, der kann die Verteidigung senken. Der Baumstumpf, der ist auch ein Heiler. Und er ist so ein Debuffer. Na gut, ich behalte ihn mal mit im Team wegen der Entgiftung.
Bisschen zu leveln kann uns ja nicht schaden. Ich würde nur gern wissen, in welchem Takt diese Uhr funktioniert da oben. Das würde mich mega und brennend interessieren. Ich würde sagen, wir treffen jetzt noch unseren Kollegen hier am Wasserfall und dann ist für heute Schluss. Kann ein ganzer Wasserfall gefrieren? Oh, it's cold in winter. And the water's frozen solid. Hey, I bet you could walk on it. No problemo. Wow, what a sight. The waterfall's turned into a block of ice. I wonder what's in that cave. When you're done exploring, let's slip under that arch and see what awaits us beyond. Ja, kann man machen. Da sehe ich schon den nächsten, den ich direkt in der nächsten Folge mir anwerben werde. Beim nächsten Mal gehen wir dann auch durch die Höhle. Da sehe ich auch Hämmerlinge. Ja, einige Monster kenne ich auswendig. Jedenfalls Leute, wenn euch der heutige Part gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann!